So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Crazy Machines, die Erfinderwerkstatt. Ja, und zwar sind wir letztes Mal angekommen bei Mission 74, Verklemmt. Und was wir da machen müssen, das sehen wir jetzt, nämlich Verflexerbar. Genau, das müssen wir machen. Die Kiste ist total verklemmt, ich kann mich aber schließlich nicht um jede Kleinigkeit kümmern. Bring du es jetzt zurück ins Lager. Na, wer sonst? Wer hätte es gedacht? Außer mir ist ja schließlich keiner da. Also, probiert das? Nein, es geht nicht. Doof. Schäm dich, du Dynamit, dass du runterfallen musst. Das geht ganz einfach. Manche Sachen werden dann doch unnötig erschwert. Na komm. Du a Big Bang. Na, wenn das mal gut geht. Du a Barrel Roll. So, und dann müsste ich noch theoretikal zünden. I've got a plan. Ich weiß, ich lache ein bisschen doof. Nein, das brauche ich noch nicht. Ihr müsst jetzt fast exakt gleich lang sein. Sonst geht das nicht. Na, wenn das mal gut geht. Ich hoffe, du unterbrichst nur wegen eines dringenden Telefonats. Geht aber nicht gut. Ja, ich habe eigentlich mehr Redegewandtheit in diesem Bad versprochen, aber immer selbst sieht ein bisschen schlecht aus. Ich bin heute einfach wieder. Keine Ahnung. Moment noch. Wo geht's denn hier? Gut, motivationslos will ich nicht. Sag. Wie? Du kapitulierst? Davon halte ich relativ wenig bei Crazy Machines. So. Das war mir schon vorher klar. Na, toll, echt. Dann auch immer seine genialen Sprüche, ey. Die gehen einem auch gar nicht auf den Keks. Nee, wie komme ich denn da drauf? Oh, das wird fast schon mal alleine funktioniert. Na toll, dann hätte ich mir das eigentlich auch sparen können. Nein, doch nicht. Aber die Kurve. Ja, nee! Da! Also, an manchen Tagen. Ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung werfen. Wirklich, ey. Ich habe ja auch ganz lecker Tipps vor mir stehen. Das heißt, wenn ich jetzt mal so manchmal ins Mikro knuspere, dann sind das ganz leckere Kartoffelchips und K-Klassen. Müsst ihr euch merken. Alle kaufen, dann werdet ihr genauso schlau und crazy mit dem Spiel. Wow, toll. Also, weiter im Text. Mein Mikro überhaupt ganz laut gestellt? Ja, habe ich. Das wäre jetzt Dummheit hoch 2 gewesen. Also 75, der Doppelknaller. Der Preis für Luftballons an der Börse ist soeben sprunghaft angestiegen. Der Preis für Luftballons an der Börse wird eine neue Währung. Wird wahrscheinlich mehr taugen als der Euro. Ich kann mir im Moment beim besten Willen keinen neuen mehr leisten. Bitte gehen mit den letzten drei Exemplaren sehr sorgsam um. Bam. 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 Ja, und nun, was soll ich machen?
Ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung. Genau. So muss ich erst die Kackkatze. Grandios. Da bleibt mir. Na okay, er wollte nur zwei. Ja gut, wenn er meint. Er sagt eigentlich die letzten drei. Das sieht ziemlich verzwickt aus. Also dies ist die Nachtbeleuchtung für mein Arbeitszimmer und der alljährliche Routine-Track steht an. Übernimm du das für mich, da ich gerade ein wichtiges Experiment vorbereite. Routine heißt das natürlich nicht. Das war jetzt bloß ein bisschen geenglischt. Aber, ja. Was ist denn? Okay. Sinnfreiere Apparaturen kriegt ihr auch nicht hin. Okay, jetzt muss ich mal nachdenken. Solano. So wird das nie etwas. Okay. Wo ist mein Held? Einmal also nicht den Schalter betätigen lassen. That doesn't seem to be good. Wie mache ich das? Toll. Vielleicht so. Na, wenn das mal gut geht. Nein, nicht so. Vielleicht so. Nein, nicht so. Vielleicht so. Ja, so. Da muss ich aber den Eimer hier hinziehen. Also ich muss sagen, das ist gar nicht so einfach. Aber mit ein bisschen logischem Denken geht ja alles, ne? Außer Mathe Hausaufgaben. Ich weiß nicht, früher war ich total gut in Mathe und jetzt kann ich es gar nicht mehr. So ziemlich. Ja. Könnte besser sein auf jeden Fall. So, das gefällt mir schon viel besser. Ich sehe dich am Beginn einer hoffnungsvollen Karriere. Aber mal ehrlich. Das ist doch komisch, die Apparatur, oder? Ziemlich doof, dämlich, idiotisch. Stell den Eimer schon mal auf das rechte Brett, ich hole ihn mir später ab. Ja, genau, Hausordnung. Aha. Ein Eimer. It's a me. Naja. Super, wie mache ich das? Ohne dass der da hinkommt und die ewigen Jagdgründe eingeht. Volle Deckung! Ich glaube gar nicht. Ganz toll. Hm.
Vielleicht aber auch doch, aber wieder auf dem kompliziert irgendwie, gell? Das, ja, das geht. Dann sind wir schon mal auf einem guten Weg.